Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast, der dich einfach patent macht. Mein Name ist Friederike Stephan und ich nehme dich auf leichte und interessante Art mit in die Welt der Patente und helfe dir, dieses Wissen direkt in deinen Arbeitsalltag zu integrieren. Herzlich willkommen zurück. Heute möchte ich darüber sprechen, was du beim Schreiben einer Erfindungsmeldung vermeiden solltest. Und bevor ich zu diesen Dingen komme, wollte ich noch mal ein paar allgemeine Sachen sagen. Worum geht's hier eigentlich? Eine Erfindungsmeldung ist ja ein Dokument, was deine Erfindung beschreibt und was du deinem Arbeitgeber zukommen lässt, wenn du eine Erfindung melden möchtest. Und rechtlich bist du dazu sogar verpflichtet, deinem Arbeitgeber die Erfindung anzuzeigen, und das ist nämlich geregelt im Arbeitnehmererfindergesetz. Dieses Gesetz regelt, wie Erfindungen in einem Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu behandeln sind, und dort ist zum Beispiel festgeschrieben, welche Rechten und Pflichten Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils haben. Für den Arbeitnehmer ist es dann unter anderem, dass die Erfindungen gemeldet werden müssen. Das wäre jetzt also nochmal kurz zum Begriff und als Hintergrundwissen. Und als weiteren Punkt habe ich einen Vorschlag für dich, falls du es noch nicht getan hast, dann kannst du ja mal schauen, wie eine Meldung von Erfindungen in deinem Unternehmen so abläuft. Und da kommt es natürlich darauf an, wie das Unternehmen so insgesamt aufgestellt ist. Also zum Beispiel, ist es ein großes Unternehmen, ist es ein kleines Unternehmen, gibt es eine Patentabteilung oder wird ausschließlich mit externen Anwälten gearbeitet, sind Spezialisten für den Patentbereich abgestellt worden, also zum Beispiel gibt es so Konstellationen, da kann es sein, dass ein Entwickler einfach für einen bestimmten Teil seiner Zeit Patentsachen bearbeitet und in dem Bereich sich natürlich auch weitergebildet hat. Und wenn du das noch nicht weißt, dann würde ich wirklich mal gucken, dass du dir da die Infos zusammensammelst und dich ein bisschen damit auseinandersetzt, damit du dann auch direkt starten kannst. Vielleicht hast du zum Beispiel auch einen Kollegen, der das alles schon mal gemacht hat und den du einfach fragen kannst, damit es dann einfach schneller geht, dir die Infos zusammenzusuchen. Bei den Tipps, die ich dir jetzt gleich gebe, kommt es auch darauf an, wie bei euch im Unternehmen mit Erfindungsmeldungen umgegangen wird. Zum Beispiel gibt es ein einheitliches Formular, das du ausfüllen kannst. Das ist zum Beispiel bei großen Unternehmen oftmals der Fall. Da sind dann oft Felder vorgesehen mit Fragen, die dich durch den Ausfüllprozess auch so ein bisschen durchleiten, dass du nicht alles selber formulieren musst. Oder wird dir kein Formular bereitgestellt und es wird von dir erwartet, dass du alles selber dir irgendwie zusammenschreibst und das dann einreichst. Und ich würde dir wirklich gerne ans Herz legen, diese Fragen vorab mal zu klären, damit du auch nichts machst, was hinterher vielleicht gar nicht gewünscht ist. Jetzt möchte ich aber starten mit den 5 Dingen, die du nicht machen solltest, wenn du eine Erfindungsmeldung schreibst. Und Punkt 1 ist, und das ist wirklich der größte und wichtigste Punkt aus meiner Sicht, einfach drauf losschreiben. Und wenn du jetzt denkst, ach, in meinem Unternehmen gibt es ja so ein Formular, das leitet mich ja eh durch den ganzen Prozess durch, da kann ich in dem Punkt nicht viel falsch machen, dann stimmt es aus meiner Erfahrung leider nicht so ganz. Denn ich glaube schon, dass du dir Gedanken darüber machen solltest, wie du deine Erfindung beschreiben möchtest und welche Informationen du an die Patentabteilung weitergibst. Aus meiner Erfahrung sind Entwickler sehr, sehr tief in ihrem Thema drin und oftmals können die sich gar nicht vorstellen, dass andere das nicht sofort verstehen könnten. Und das gilt natürlich auch für Anwälte zum Beispiel, die einfach drauf losreden und 1000 Begriffe benutzen, die der Gegenüber einfach nicht kennt oder kennen kann. Aber es gibt es halt auch bei Entwicklern. Jedenfalls ist mein Tipp an dieser Stelle, dass du einmal dich versuchst, in die Situation des Mitarbeiters hereinzuversetzen, der deine Erfindungsmeldung dann auf dem Tisch hat und der eine Patentanmeldung daraus schreiben soll. Und der muss deine Erfindung im besten Fall bis ins Detail verstehen. Und an der Stelle der Hinweis natürlich auch nochmal, dass es natürlich einfachere und schwierigere Erfindungen gibt, aber ganz allgemein, glaube ich, solltest du versuchen, immer ganz am Anfang anzufangen und nicht direkt in dein Thema einzusteigen. Und wenn du zum Beispiel anfängst und schreibst, dass die Gate-Eingangsspannung auf einen definierten Spannungspegel gebracht wird, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen, zum Beispiel um einen Nullspannungspegel zu erreichen, dann wird es schwierig werden, nachzuvollziehen, wo du dich genau befindest. Und das insbesondere, wenn dein Unternehmen auch noch viele verschiedene Produkte im Angebot hat. Und in den genannten Fällen, gerade bei diesem Beispiel, solltest du also zunächst einmal darauf eingehen, auf welches Produkt du dich gerade beziehst, wo du dich in diesem Produkt gerade befindest, in dem Fall halt auch noch, in welcher Schaltung wir gerade sind, welche Schaltung wir gerade betrachten. Und in diesem expliziten Beispiel auch nochmal, dass es sich um einen MOSFET handelt, also du von einem Transistor sprichst. Das war jetzt also ein Beispiel aus der Elektrotechnik, aber ich denke, es ist klar, was ich damit meine und wie du das auch auf deinen Bereich so ein bisschen übertragen kannst. Mein Tipp wäre zusätzlich nochmal an der Stelle, dass du dir vielleicht vorstellen kannst, dass du mit einem Kind sprichst.
Wenn du selber Kinder hast, dann wird dir das sicherlich leicht fallen. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner kleinen Tochter spreche und ihr was erkläre, dann gehe ich auch sozusagen vom Großen zum Kleinen und gucke erstmal, okay, worum geht es ganz allgemein? Welches Spezialthema schauen wir uns dann an und was sind dann genau die Details? Und dabei versuche ich natürlich so einfach wie möglich zu sprechen und Definitionen zu geben, wenn sie denn nötig sind. Beispiel, wir sehen eine Biene und ich möchte erklären, wie Honig entsteht, dann fange ich ja auch nicht an, direkt den chemischen Prozess in den Waben zu erklären, sondern ich sage ihr, dass die Biene von Blume zu Blume fliegt und Nektar sammelt und dann damit nach Hause fliegt und anschließend könnte man dann erklären, dass dem Nektar Wasser entzogen wird und dadurch der Honig entsteht. Und am Schluss könnte man dann eine detailreiche Erklärung des chemischen Prozesses beim Umwandeln inklusive der Erwähnung der Enzyme und so weiter anführen. Und so ist es auch bei der Erfindungsmeldung. Fang einfach ganz von vorne an. Manchmal braucht es wirklich nur ein paar Sätze, die für dich ganz selbstverständlich sind, aber es dem Bearbeiter extrem erleichtern. Falls du den Bearbeiter schon sehr gut einschätzen kannst von seinem Wissensstand her, dann kannst du natürlich auch ein paar Sachen überspringen. Das musst du dann einfach für dich gucken, wie das für dich am besten passt. Punkt 2, was du nicht machen solltest, ist keine Bilder einfügen. Also im Umkehrschluss, du solltest auf jeden Fall Bilder einfügen. Klar, es gibt auch Erfindungen, da gibt es einfach keine Bilder. Das ist aber wirklich sehr, sehr selten. Füge also immer Bilder bei, sobald es irgendwie geht. Es sollten keine bunten Fotos sein, sondern am besten Schwarz-Weiß-Zeichnungen, die auch editierbar sind, sodass man die für die Einreichung der Patentanmeldung noch bearbeiten kann. Zum Beispiel sind Schemazeichnungen immer super. Das kann man sehr gut einreichen und kann man auch gut für sich und seine Zwecke dann noch anpassen für die Patentanmeldung. Punkt 3. Was du nicht machen solltest, den Formalteil der Erfindungsmeldung nicht richtig ausfüllen. Also im Umkehrschluss, du solltest auf jeden Fall gucken, dass alle Angaben vollständig sind. Du solltest immer angeben, wer die Erfinder sind und auch zu welchen Prozentteilen die Erfinder an der Erfindung beteiligt sind. Die Erfinder werden ja auf der Patentanmeldung genannt und deswegen ist es aus dem Grund wichtig, die Erfinder zu nennen, vollständig. Und die Prozentangaben sind wichtig später für die Berechnung der Erfindervergütung. Punkt 4. Was du nicht machen solltest, die Erfindungsmeldung am Tag oder kurz vor dem Datum einer Veröffentlichung einreichen. Das bringt die Patentabteilung nämlich ziemlich in Bedrängnis, denn es muss gegebenenfalls eine Patentanmeldung eingereicht werden, bevor die Veröffentlichung stattfindet, um zu vermeiden, dass dann jemand die Erfindung klaut und für sich selbst anmeldet. Und ja, wie soll eine gute Patentanmeldung entstehen, ausgearbeitet werden, wenn nur ein paar Stunden oder ein Tag Zeit ist? Das ist wirklich kaum möglich und das ist auch dann schlecht für dich im Endeffekt, denn schlecht ausgearbeitete Patentanmeldungen haben eine schlechtere Chance, erteilt zu werden und für zurückgewiesene Patentanmeldungen muss auch keine Erfindervergütung mehr gezahlt werden. Das heißt, du verbaust dir damit gegebenenfalls selber den Zugang zur Vergütung. Also immer Erfindungsmeldungen frühzeitig einreichen. Und Punkt 5, was du nicht machen solltest, Patentansprüche formulieren. Und vielleicht kurz zur Info, wenn du nicht weißt, was das ist. Patentansprüche bestimmen den Schutzbereich des Patents und die Formulierung der Ansprüche ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, für die man sehr viel Wissen und Erfahrung haben muss. Das ist also definitiv die Arbeit für einen Anwalt oder Mitarbeiter deiner Patentabteilung, die darin auch wirklich ausgebildet sind und du brauchst dir an dieser Stelle nicht den Stress zu machen. Ich habe nämlich schon öfter Erfinder gesehen, die netterweise einem die Arbeit abnehmen wollten und Patentansprüche formuliert haben. Die sind aber leider nie so richtig zu gebrauchen, weil den Erfindern einfach das Wissen dafür gefehlt hat. Und weniger Arbeit an der Stelle ist für dich sicherlich ja auch ganz gut. Ich hoffe, du konntest für dich einiges mitnehmen und vielleicht hilft es dir ja für deine nächste Erfindungsmeldung, wenn du sie ausfüllst. Falls du Fragen hast, schreib sie mir gerne bei Instagram oder bei LinkedIn und ich hoffe dann, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Bis bald, deine Friederike.